war der Baum? Habt ihr Holzstücke eingesammelt? Nee, ihr müsst mal gucken, vielleicht mal ein bisschen in den Baum rumschauen, weil die Blätter, das ist echt geil gemacht. Leute, wo seid ihr? Am Baum. Welchen? Am Gefällten. Ja, wo es leuchtet. Wo leuchtet es denn? Ich hab meine Lampe an, also direkt vor mir müsste ein Stück Holz liegen, weil ich die Lampe aufnehmen kann. Komm, das ist ja auch geil, was ist denn das? Ach da, das ist der gefällte Baum. Ja, alles was geht, was geht. Zieht man die wie eine Kappe oder wie einen Hut auf, oder? Die Head Torch? Ja. Jo. Also das vor mir liegen drei Stücken Holz. Nackenkopf. Noch was? Da drüben? Ah, oder? Ah, you search for berries. Hast du mal irgendwo Holz gesehen? Nein. Aber ich kann noch einmal schauen, wenn es ist. Auf der anderen Seite vom Baum. Aber ich glaube nicht, dass alles weg war. Jay? Wer bist du von den Spieler als Name? Ich lauf mal der Headtorch nach, ne? Macht ihr ein Feuer? Jo. Aber draußen, oder? Ah, hier drinnen. Warum? Da kann man jetzt wegen am Wind. Jay, was ist das Fleisch? Nein, leg's gleich, zieh's gleich über das Fireplace-Kit drüber. Wichtig, über das Fireplace-Kit, über die Schicht Fireplace-Kit. Den ganzen Kopf habe ich noch nicht getroffen. Okay, shit. Das hat eine richtige Atmosphäre mal. Ja, vor allem es hat noch viel Potenzial. Vor allen Dingen, man merkt, dass sie jetzt ein bisschen vorankommen. Und wieso liegt hier eine leere Roundbox? Halt, die ist nicht leer. Lass die mal liegen.
Ist nicht leer, ist bei mir ist nicht leer. Jetzt ehrlich, ganz leer. Ja. Wieso das ist komisch? Die ist voll. Ja, das ist ein Anzeigenbug. Ich sag mal so, wir haben jetzt das Wochenende, die zwei Tage schon mehr erlebt als in den, weiß ich nicht, sechs Wochen davor. Aber Fisch machen wir noch immer nicht. Ah, das kommt noch. Ah, schau, es gibt jetzt leere Dosen, die könnten wir eigentlich als T-Shirt nehmen, oder? Ja, sieht schon geil aus. Ihr müsst mal in die zweite Stock hochgucken, so an der Treppe entlang, wie es flackert. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so, aber ist schon ganz schön. Fleisch wird fertig, was ich tue. Ich hole es mal vom Grill runter, ja. Und nö. Essen. Liegen draußen, ne? Sind alles um die 70%. Hat jeder? Jay? Fleisch ist fertig. Ey cool, das verbraucht sich ja nicht mal komplett, wenn man nicht isst. Ja, immer, glaube ich, so 50% oder sowas sind das jetzt. Ja, ich hatte ein 78% Stück und habe jetzt noch 28 im Inventar. Ja, es sind ja, 50%. Und es kühlt auch wieder aus, ja. Also es wird dann wieder ja. Also von Rot, von brennend Rot zu Rot einfach. Ja. Was bringt es dann mal später, wenn man warme Sachen essen tut? Ja, ich glaube einfach mehr Punkte. Mehr Energie. Ja. Das ist so gut. Das könntest du Spaghetti kriegen, das da jetzt drauf haben, Bohnen, diesen Tactical Bacon und das Ganze. Ja. Und das Geile ist, dieses Fireplace Kit kannst du immer wieder einstecken. Ja. Also das haben wir Platz hat. Ja. Wie gesagt, also ich habe mal Platz gemacht einfach. Und ich brauche jetzt eh nichts mehr. Ja? Es ist wirklich, ich meine, alles, ich hole mir das Fressen jetzt auch schon aus der Natur. Also, das Einzige, was ich hier brauche, ist Munition zur Verteidigung. Wirklich, ja. Das Fireplace Kit braucht vier Plätze. Ja. Aber das Holz zum Beispiel kann ich mal überall holen. Ja? Steine dazu brauche ich nicht wirklich, ich setze mich irgendwo in irgendeine Hütte rein. Ja, und wie machst du das jetzt genau, Fireplace Kit? Was brauchst du dazu? Also du brauchst als erstes, wäre nicht schlecht, Bandagen, Rags und Stöckchen, Wooden Sticks. Mit denen craftest du dir das Fireplace Kit. Okay. Musst aber aufpassen, weil du kannst du glaube ich diesen Splint oder sowas heißt das, kannst du auch craften, ne, mit Bandagen und Rags und also dann ist eine Auswahl quasi. Splint ist ja die Schiene. Oder? Genau. Und Fireplace Kit, also ist die eher angezeigt. Dass er dann eins von beiden aussieht. Okay, und dann um das zu platzieren. Du könntest jetzt zum Beispiel hergehen und den Splint wieder zerlegen, ja, und daraus ein Fireplace Kit machen. Und umgekehrt. Ja. So, und wie geht's weiter? Dann brauchst du eben noch Holz. Ja, das holst du mit der Axt aus dem Wald. Du kannst auch Steine links rumbauen. Ja, wenn du es draußen machst, wo wieder hörst, wo der Wind geht zum Beispiel, ja, dann, und du möchtest das jetzt anzünden, sobald du das Holz dazu gegeben hast. Ja, und keine Steine. Kann sein, dass der Wind das Feuer, also dass das Streichholz ausbricht. Ja, das wird dann angezeigt, es ist too windy. Und hier geht es jetzt, aber was ist da drunter? Ein Fell, ne? Nein, das ist einfach nur geäst aus dem Wald und ja, Zunder. Boah, wie machst du den?
Ja, mit Stöckchen und mit Bandagen. Rack. Ah, das ist das Stöckchen und Bandagen. Das ist Fireplace Kit. Genau. Okay. Und wie lange brennt es? Schon mal probieren? Keine Ahnung. Aber ich, vorhin habe ich was angezogen. Das, also da waren glaube ich zwei Scheiße drauf. Und die sind doch ganz schön lange. Ja. Ich muss jetzt mal rausgehen, das Foto ist von Hause aus. Ah ja, leider. Es leuchtet. Wie verrückt der ist. Ja, alles hell. Brutal. Aber irgendwie schon geil, ne? Das passt schon. Wirklich, wirklich geil. Ja gut, wenn es Nacht wäre und du machst da drinnen Feuer, das wird aussehen, ne? Ja. Ein bisschen wird schon rausscheinen aus den Fenstern, ist klar. Ne? So ist es. Ah, Leute, wie soll man rauskommen? Ne? Das schaut so Wahnsinn aus, ja. Und da hinten ist richtig finster, ja. Das ist richtig finster. Ja? Da ist finster, ja. Also, wie in einem Kuharsch. Oh. Das ist echt geil, oder? Echt geil. Aber realistisch, also muss man ehrlich sagen. Ja. Sehr gut gemacht, also wirklich, also faszinierend. Ja, hier drin sitzt der Fan, schau mal. Ich nee, Fan ist raus. Ah, echt okay. Fenn hat einen Stahlhelm auf, gell? Jo. Die Reflexion hier an der Milchpanne und so. Echt. Aber Fenn, du hast die Streichhölzer noch in der Hand. Jo, muss ich mal weg. Er findet 99 Pristine Streichhölzer, ich glaube ich werde wahnsinnig. Ich habe noch 97 Pristine. Ja, herrlich. Keine Ahnung, haben wir ehrlich gesagt noch nicht getestet. Aber draußen ist jetzt, ich meine, wir können weiter reisen auch nicht. Und ja, ich glaub, noch Fackeln bauen können. Das hält schon jetzt. Aber ich halt die wahren Leben, wenn jetzt andere Spielergruppe kommt und die das sehen, die könnte uns dann schön im Kreis sehen. Du wüsste schon, dass wir hier drin sitzen und Feuer haben. Schlimm, du, wenn die Füße da nicht warm. Ja, ich will trocken werden. Ne? Beste Freunde eines Soldaten sind trockene Socken. Ich stelle mir das unheimlich warm und gemütlich vor. Naja, vor allem wenn draußen der Wind so geht, oder? Du hörst nicht, ob Schritte, du hörst, ob sich wer nähert, oder Zombies und Fleisch zu essen, oder? Wenn da jetzt wer kommen kann, kommen sollte, dann kann er wenigstens so üblich sein und sich zuerst anmelden, bevor er die Tür öffnet. Kann man doch schon annehmen. Wenn jetzt einer kommen würde, dann ist hier zu killen.
Ja, und wenn da jemand die Tür aufmacht und Veto. Weil wenn ich die Tür aufgeben würde, würde das eine Herzenfahrt geben. Also stehen wir vor der Tür zu sitzen, ich denke schon nichts Böses, die Tür will jetzt auf. Steht eine da mit der M4 und 60 Magazin. Ja, oder wir haben einen geilen Serverhopper, der von hinten kommt. Der spawnt gleich hinter uns, genau. Der wird sich noch freuen. Ah, schau, schönes Wetter. Tippi ist gerade eingeloggt. Ja, machen wir jetzt nur paranoid. Ja, machen wir nur paranoid. Ja, aber wir können, wie gesagt. Ja, Skippy ist weit weg, 250, wir haben 700. Kann man irgendwo sehen, wo der ist? Nee. Wenn du P drückst, kannst du die Bandbreite überprüfen und hier. Sag mal, wenn du auf derselben Bandbreite bist, dann ist der Typ auch nah. Oh, jetzt hat er schon 491, der ist am Rennen. Bandbreite. Aber orten könnte man ihn damit nicht. Nicht wirklich. Also wenn du bei uns guckst, wir haben alle eine 87er Bandbreite. Der Skippy hat 540. Und ich habe den weniger. Und ich habe den bisschen hin. Oh je, der kommt hier jetzt. Der ist in Elektro und sieht unser Feuer. Hier nach 88. Soll er kommen, soll er kommen. Alleine gegen 4 ist schon schlecht. Jetzt erste Frage. Ich meine, von draußen sitzen wir sitzen ja eigentlich strategisch eigentlich, ja, eigentlich im Arsch. Also ich meine, wir können ja alle von draußen reinschauen. Ja, dieses Wall-Teaching kennt ihr mittlerweile, glaube ich, hier. Was machst du da ganz nah an die Wand dran? Ja genau, und dann mit diesem Y und E. Ja. Und Third Person, da kannst du durch die Wände schauen. Aber das geht noch gut. Olli, wer ist eingeloggt? Ja, hoffen wir mal, dass das rauspatchen wird. Vielleicht mit 046. Aber durch die Wände schießen geht nicht, oder? Ja, doch, durch verschiedene geht. Ist alles möglich. ATC zum Beispiel beim Eingang durch die geschlossene Tür kann man durchschießen. Also würde jetzt die Tür aufgehen, ich würde nicht warten, wer da drüben steht. No. Wenn er sich anmelden könnte, wäre das kein Problem. Der Olli wäre jetzt direkt bei Skippy. Der Eingang ist sicher. Jetzt kommen uns wirklich alle. Ui. Das ist sicher klar.
dann alle mit 250er Bandbreite. Also wenn jetzt die Tür aufgeht, muss einer sterben. Ich vermute, die sind alle noch weit weit weg. Aber die scheinen ja alle ziemlich auf einen Haufen zu spawnen, kann das sein? Noch schlimmer, weil ich noch bitte.